nüchtern war, habe ich die Gerüche festgestellt und der Nachbar hat die Polizei angerufen und die wiederum haben Stadtwerke aktiviert und Feuerwehr. Und dann haben die gestern schon die kontrolliert, die Schächte und so weiter. Mehr weiß ich auch nicht. Okay, also das war gestern schon... Feuerwehr war gestern schon im Einsatz. Wir befinden uns hier in Neuven, im Jakob-Metzger-Weg. Wir wurden alarmiert zum Gasgeruch im Keller. In mehreren Kellern konnte ein beißender Geruch festgestellt werden. Wir haben daraufhin die Spezialkräfte der Feuerwehr Ostfildern vom Landkreis angefordert, der Messzug. Wir konnten dann bei Messungen feststellen, dass es sich um Lösungsmittel handelt in der Kanalisation. Die Bewohner können jetzt wieder in die Gebäude, werden weiterhin Lüftungsmaßnahmen durchgeführt und wir werden die Kanalisation von einer Fachfirma spülen lassen. Die Feuerwehr Neuven ist mit 3 Fahrzeugen und ca. 15 Mann vor Ort. Die Feuerwehr Ostfildern mit 3 Fahrzeugen und 10 Mann vor Ort. Weiterhin ist die Polizei vor Ort, die Fährenergie von Reutlingen vor Ort, die Stadtwerke Neuven sind vor Ort, Vertreter von der Stadtverwaltung sind vor Ort. Ich denke, dass es schon gewisse Kosten auf die Stadtverwaltung zukommen oder entstehen aufgrund dieser Spülung. Weitere Schäden sind uns nicht bekannt.